So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. Ich bin der Fanggeber. Schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Genta, mein armer Junge, warum ausgerechnet du? Oh, jetzt hab ich glaube der Bier, Alter. Alter, ja? Ich will mit dir reden. Was ist? Oh shit. Okay, noch einmal. Genta, mein armer Junge. Warum ausgerechnet du? Irgendwas passt da nicht. Vielleicht wegen dir? Genta, mein jetzt, armer Junge, warum ausgerechnet du? Was ist hier passiert? Die Mongolen haben herausgefunden, dass meine Söhne einen ihrer Vorratswagen verbrannt haben. Ich musste entscheiden, welchen Sohn sie zur Strafe töten sollen. Tut mir leid. Was ist mit eurem anderen Sohn? Sie nahmen ihn mit. Es war sicher Chutas Idee, die Vorräte zu verbrennen. Er könnte noch leben. Wohin sind sie gegangen? Über die Brücke. Ziemlich viele Bären in der Gegend. Ich glaube, da vorne ist auch einer. Die Spuren führen zu diesem Gehöft.
Der Move ist so krass, Alter. Und Negumben. War nicht die beste Attacke jetzt. Hier drüben! Bald seid ihr frei. Danke. Euer Vater erzählte mir, dass er euch retten wollte. Mich retten? Die Mongolen fragten, wen sie verschonen sollten. Er nannte den Namen meines Bruders, ohne zu zögern. Als er merkte, dass sie Genta töten wollten, flehte er sie an, mich zu nehmen. Ich will ihn nicht sehen. All das ist geschehen, weil ich Genta bat, diesen Wagen mit mir zu verbrennen. Was soll ich eurem Vater sagen? Dass ihr zu spät kamt, um mich zu retten. Na gut. Hup.
Das heißt, so lenken wir da noch die Patrouille. Oh, mit Geisel. Ihr müsst das nicht tun. Ist da noch ein Gegner? Einer weggelaufen ist.
Jetzt auf einmal. Alles wird wieder gut. Ihr seid frei. Sucht euch ein sicheres Versteck. Ich werde nicht weit kommen. Die Mongolen kontrollieren die nahe Straße. Sie ergreifen jeden Passanten. Überlasst diese Mongolen mir. Vor denen seid ihr bald sicher. Gut, wurscht, sehe ich jetzt nicht. Mein Herr, ihr habt mich gerettet. Oder? Na, wurscht. Bringen wir diesen Auftrag mal zu Ende. Vater ist nicht hier. Vielleicht hinterließ er ja etwas. Okay. Die Schuld war zu viel. Er hat sich getrennt. Aber die Mongolen trieben ihn so weit. Na gut, wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal. Ich bin der Fangeber, macht's das gut, bis dann, ciao und baba.